Ja, servus zusammen und grüßt euch. Es ist wieder soweit. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, wann bringt jetzt endlich der Verfischt nochmal das blöde Kalender. Die blöde Kalendervorstellung. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Mein Lieferant, der hat ein bisschen auf sich warten lassen, sage ich mal. Und ja, jetzt schauen wir uns doch mal an. Es ist wieder ein ganzer Neuer. Diesmal, ich habe euch ja gesagt, ich verspreche euch wieder was Neues. Ja, schaut's her. Ein schönes Backel, passt gar nicht nerv auf der Kamera. Ja, aber werden wir uns doch mal anschauen. Und ich kann nur so eins sagen, er ist von D&D Tackle. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und hoffentlich das nächste Mal geht es ein bisschen schneller, gell? Möchte ich ihn doch mal frühzeitig vorstellen können. Genau, so, fangen wir doch mal an. Machen wir doch mal das gute Stück auf. Ich weiß schon wieder zum Glück, dass die ganzen anderen Wurstbuben, die wo das auf YouTube präsentieren, den nicht haben. Das ist schon mal wieder ein Vorteil. Also gibt es wieder einen Kalender mehr für euch zum Sehen. So, das Backel ist echt so groß. Also gar nicht Platz auf meinen schönen Tisch. So. Dann haben wir noch mal raus. Es gibt. Oh, ich will mal aufpassen, da dass ich nicht hängen bleibe. So, da ist er auch schon. So, frohe Weihnachten. So, sag ich, echt groß. Ich glaube, der ist, naja, der könnte auch so groß sein wie der Anfang Angelberger letztes Jahr. Das ist wieder der Allrounder. Da ist alles drin von Forelle bis Karpfen. Und ja, 24 Türchen wie üblich natürlich, ist ja klar. Ja, es sind Fritz-Sachen drin natürlich und also wie gesagt, das ist ein Allrounder. Dann haben wir ein paar Kunstköder drin. Ich schätze mal auch ein paar, vielleicht sogar ein paar Boilies oder so, wie man es da schon schickt. Das sieht man ganz schlecht. Da, jetzt kommt rein. Da, zack, zack, zack. Genau, da haben wir eine schöne Forelle drauf. Ja, also von der Optik her schaut er jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Drehen wir nochmal um. So, da steht auch was drauf. Der D&D-Tackle. Ja, so, jetzt müssen wir mal das ein bisschen ändern da. So. Adventskalender versüßt jeden Angelbegeisterten die Wartezeit. Bis Weihnachten. So, also eine ist was drin von Savage Gear, DAM und FZ. Ja, das hört sich doch mal schlecht an. Ich mag ja gern meinen schönen FZ-Blinker wieder. Genau. Ja, dann. Hören wir uns auf alle Fälle wieder zum 1. Dezember. Da das erste Türchen, da haben wir es ja schon. Da ist schon mal ein schöner Gummifisch drauf. Genau. Ja, dann wollte ich noch sagen, ich habe natürlich noch was. Und zwar, das kommt ja noch mal eine Wundertüte. Da habe ich es schon. Zack. Das ist noch eine, die werde ich wahrscheinlich am Laufe des Monats dann präsentieren. Vielleicht am 6. oder so, je nachdem, zum Nikolaus. Mal schauen. Ich will noch nicht zu viel sagen, kommt darauf an, wie ich zeitlich hinkomme. Dann wünsche ich euch was und wir hören uns bald wieder. Euer Verfischt nochmal. Bis dann!